Dieses Gericht nennt sich Fellah Köftesi. Ein Gericht, welches ich seit meiner Kindheit liebe und in dieser Variante sogar vegan ist. Dazu habe ich feinen Bulgur in einer Schüssel mit heißem Wasser aufgegossen. Dazu habe ich dann noch 2 Esslöffel Grieß und 2 Esslöffel Mehl gegeben. Außerdem Tomatenmark, Paprikamark, Salz, Kümmel und schwarzen Pfeffer. Die Zutaten habe ich für ungefähr 10 bis 15 Minuten durchgeknetet und immer wieder heißes Wasser nachgegeben, sodass am Ende aus einer krümeligen Masse eine feste Teigmasse wird. Die habe ich nochmal für ungefähr 20 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Danach sollte sie fest zusammen sein, aber auch so weich, dass man sie eindrücken kann. Die habe ich in Stücke geteilt und mit meinen befeuchteten Händen zu einer Wurst geformt und daraus dann kleine Kugeln geformt und in einem Topf mit gesalztem Wasser gekocht. In einer weiteren großen Pfanne habe ich Olivenöl erhitzt und Tomatenmark darin angebraten. Dazu dann noch Salz und getrocknete Minze gegeben. Da rein habe ich die gekochten Köfte und ein wenig vom Kochwasser reingegeben und alles gut vermischt. Serviert wird das Ganze mit einem schönen Knoblauchjoghurt.